selbst geschafft hat. In der Regel sind alle Fahrzeuge vom Bund beschafft. Es gibt dann noch eine sogenannte örtliche Gefahr. Also die Fahrzeuge sind dann von den Ortsverbänden selber beschafft. Die nächste Reihe sind so, in der Mitte ist ein Mercedes Rundhauer, ein noch etwas älteres Fahrzeug, gehört aber noch zu den modernen Fahrzeugen beim THW. Und auf der rechten Seite ein sogenannter Mannschaftslastwagen 4, der für die Fachgruppenbeleuchtung oder Fachgruppenwasserschadenpunkten zuständig ist. Dort ist die Ausrüstung auch auf entsprechenden Rollcontainern verlastet. Beim Fahrzeug haben wir auch eine Ladebahn hinten dran, jeweils mit 2 Tonnen. Mit dabei, der so etwa einen Straßenzug versorgen könnte im Bedarfsfall, wenn der Strom ausfällt. Auf der linken Seite die Ladebahnbahn ist Bestandteil der Fachgruppe Wasserschaden. Örtliche Gefahrlage bedeutet eben, wie schon gesagt, dass das vom THW oder vom Ortsverband selber finanziert ist. Mit der Schaufel, die Sie da drauf sehen, werden sogenannte Sandschläuche produziert. Das kann man sich in der der auch Bestandteil der Fachgruppe ist. Einmal in der Mitte die Fachgruppe Führung und Kommunikation, das zentrale Element. Die Führungsstelle, eben für Großschadenslagen gedacht. Auf der linken Seite ein Unimog 1850 mit einem Radekran, der bis zu 16 Meter. Und auf der rechten Seite ist der Fahrzeug der Fernmelder, die im Bedarfsfall dann im Feld die sich Kabel verlegen können und eine Hubarbeit zu können. Ja, auch von mir einen wunderschönen Sonntagmittag. Die Münchner Rettungsdienste präsentieren sich oder dürfen sich hier auch präsentieren mit ihren Einsatzfahrzeugen. Und Sie sehen als allererstes dort schon die Münchner Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und Privatunternehmer. Wer sind das? Das ist der Arbeiter-Samariter-Bund, das Bayerische Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst und die